Hallo ihr Lieben, heute bin ich zu Gast bei Linda Giese und ich freue mich so dermaßen, dass ich hier sein darf. Also es ist wirklich ein Geschenk und daran haben wir uns gedacht, ganz spontan wie wir sind, wollten wir euch mal daran teilhaben lassen. Und wer bist du? Ja, also ich bin der Ralf, für die, die mich nicht kennen. Ich komme normalerweise aus Cornwall. Ich bin extra von Cornwall zu Linda gereist, weil ich gewusst habe, wir müssen das mal zusammen machen, hatten wir schon lang mal vor. Also danke, dass ich da sein darf, liebe Ich Linda. freue mich mega, dass du hier bist. Und auch von mir natürlich ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr uns begleitet, denn wir haben einfach eine mega coole Zeit und haben einfach gedacht, wir nehmen euch einfach mal mit. Schön, dass du den weiten Weg auf dich gemacht hast, ganz spontan gesagt, ich komme dich mal besuchen. Und ja, wir haben jetzt schon ein paar Tage hinter uns. Ja, Morgen geht es für dich schon wieder nach Hause. absolut. Was hat dir am besten gefallen? Also es ist ja unbeschreiblich jetzt zu sagen, was genau, weil sich so viel ergeben hat. Einfach nur, dass man es versteht, ich komme mit einer eigentlichen keinen klaren Intention, dass ich einfach so das Gefühl habe, wir wollen uns verbinden, zu sehen, was vielleicht neue Räume entstehen vielleicht auch oder Ideen und einfach mal im Flow sein, so würde ich es beschreiben. Und dann, also jetzt. Für mich jetzt gefühlt war das Wichtigste, dass ich von dir jetzt einfach mal die Sicht von außen mal gesehen werde, wie du mich wahrnimmst, wie du die Sichtweisen wahrnimmst. Und das war für mich ein mega, mega Shift, was da passiert ist. Ideen, die gekommen sind, also Wahnsinn. Und ja, das war so, dass ich das Gefühl habe, ich kann das kaum umsetzen, so viel kann ich daraus ziehen. Also das war für mich so der Hauptfokus, wo der Shift eben war. Wie war es für dich? Ja, ich fand es mega bereichernd, dass eben, wie du sagst, die andere Sicht, ja, also du hast mir so viel geschenkt, was ich noch nicht umgesetzt habe, was du mega gut kannst und wo du drin stark bist. Und mir hat es total gut gefallen. Und das würde ich auch gerne teilen, dass wir uns mit Menschen verbinden und auch viel öfter verbinden, die schon da sind, wo wir hinwollen. Weil Menschen, die etwas können, was wir noch nicht können, die können uns helfen, Dinge umzusetzen. Und ich finde gerade so in der aktuellen Zeit, wo wir sowieso viel mehr zusammenrücken müssen oder sollten, und um eigene Ideen, eigene kreative Räume aufzumachen, unsere Träume und unsere Wünsche umzusetzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal habe ich Ideen und Visionen und dann weiß ich einfach nicht, wie setze ich das um. Und ich fand es halt mega cool, dass du ganz vieles von dem, was ich gerne umsetzen möchte, und da gehört zum Beispiel auch die Technik dazu, ja, mit welcher Kamera arbeite ich am besten, wie schneide ich am besten, also dass du da einfach so großzügig auch bist und alles mit mir geteilt hast. Ich habe heute erstmal einen riesengroßen Einkaufswagen vollgepackt mit schönen technischen Möglichkeiten und ich kann es gar nicht abwarten, die dann endlich auch alle auszuprobieren. Also ich fand unseren Ideenreichtum, den fand ich sehr, sehr spannend, und wir haben auch unglaublich viel aufgeschrieben, wirklich bis mitten in die Nacht. Absolut. Wir wollten immer früh ins Bett und es ist so Ja. unglaublich spät geworden, Ja. weil wir einfach überhaupt ja den Mund gar nicht mehr zukriegten und einfach aufgeschrieben haben an tollen Ideen. Was ich halt auch total schön fand, dass wir unser Business verknüpft haben miteinander, aber das in einer absoluten Leichtigkeit. Also ihr müsst euch vorstellen, das Wetter ist ein Traum. Ja, Es war wie jeden Wahnsinn, Tag Wahnsinn. schlechtes Wetter gemeldet. Es war absoluter Sonnenschein. Wir waren spazieren, wir haben die Kamera mitgenommen, wir haben Fotos gemacht, wir haben waren Kaffee trinken, waren shoppen. Habe ich auch schon so lange nicht mehr gemacht. Wahnsinn, ja. Jetzt Ja. auch für mich, jetzt im Vergleich, es war so eine Leichtigkeit in der Freizeit gefühlt, ist noch mehr passiert an neuen Ideen, auch an Bildern oder Input, als wenn ich jetzt sage, jetzt mache ich Business, weil diese Leichtigkeit eben vorher da war oder bei mir jetzt im Vergleich, wenn ich das vergleiche. Also da habe ich wirklich so verstanden, dass dieser Flow so wichtig ist und den hätte ich alleine gar nicht hingekriegt, weil die Energien sich gegenseitig verstärken, würde ich so beschreiben. Absolut. Und entsprechend verstehe ich den Begriff, wenn man den jetzt mal so hört, Mastermind, das ist auch wirklich anders, weil wir dadurch dann natürlich eine andere Energie haben, also wie dass die Energie sich gegenseitig potenziert. Und also weil wir uns ja oft unterhalten haben und das eine hat das andere ergeben und dann neue Erkenntnisse. Also das Ist kann man auch wie gar so nicht eine planen, das kann man gar nicht planen, ja, Aufwärtsspirale, ne? eben. Ja, genau. Und das war schon mega beeindruckend. Natürlich kann man sagen, wenn man es rational nimmt, ich habe die Fotos haben wir dann auch neue Kooperationen sind entstanden, wo ich gesagt habe, ja, überhaupt nicht planbar und Das war so geil. mega. Ja. Also ich bin wirklich beschenkt. Ich völlig, völlig. Ja, und wir haben uns einfach gedacht, wir würden euch gerne mitnehmen, weil
Wir wollen euch gerne motivieren, eure Träume zu entdecken. Was möchtest du? Was willst du? Wer willst du sein? Was willst du tun? Ja. Wie willst du wirken? Und dann triff die Entscheidung. Triff einfach die Entscheidung, dass du das umsetzen möchtest. Und dann such dir Menschen, die schon da sind oder auf dem Weg sind, wo du hin willst. Und setz das mit Leichtigkeit um. Weil das, was wir beide auch festgestellt haben, da haben wir jetzt wirklich die ganzen Tage auch drüber gesprochen, wie schön das ist, das in dieser Leichtigkeit zu tun. Mhm. Mit Freude, mit Spaß. Es muss nicht immer dieser Ernst sein, dieses am Business basteln zum Beispiel, ja, oder an der Persönlichkeitsentwicklung basteln, sondern mit Leichtigkeit, mit Freude. Mhm. Das war also für mich einfach ein riesengroßes Geschenk. Ja. Also was ich auch so rausziehe für mich ist, jetzt auch für diejenigen, die zuhören, wenn ihr eine Idee habt, dann entscheidet euch, das einfach zu tun. Es gibt viel zu viele Gründe oft, die dagegen entsprechen oder sprechen. Ich habe dann auch so das Gefühl gehabt, ja, komme ich nicht. Dann habe ich einfach gesagt, weißt du was, ich buche den Flug, ich gehe jetzt, also fliege jetzt von Cornwall hierher, ich mache das jetzt einfach aus dem Impuls heraus und traut euch, macht es, was ihr in eurem Herzen tragt, ihr werdet wirklich beschenkt. Also das ist für mich immer so gewesen. Ich fand, das muss ich echt sagen, da ziehe ich echt den Hut vor dir. Wir hatten abends telefoniert und du hast gesagt, Mensch, du, ich würde gern kommen. Wann kannst du denn? Und dann haben wir irgendwie ein Datum rausgesucht. Und dann am nächsten Morgen, als ich wach wurde, mache ich mein Handy an und dann war da ein Foto mit dem Ticket und einfach ein Spruch von dir, ich habe gebucht. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Also es ist wirklich Hut ab für diese Spontanität und ist ja schon ein Eckchen von Cornwall nach Deutschland, ne, in unser kleines süßes Käffchen hier, Lovely Campen. Ja. Ja, also ich kann, also das, ich kann einfach nur sagen, wenn ihr auf euer Herz hört, ihr wisst die Antwort momentan nicht. Ich habe ja auch keinen Plan gehabt, was sich so daraus ergibt. Ich glaube, das Wichtigste für jeden ist, eine Entscheidung zu treffen im Leben, weil ich habe das auch schon erlebt, dass, und das ist jetzt auch da, worüber wir öfters gesprochen haben, dass viele eben warten auf eine Entscheidung, dass es irgendwie besser wird oder dass jemand anders irgendwie auf Umstände vielleicht, aber es wird meistens nicht besser. Die Ausrichtung ist wichtig und dann entsteht auch was Neues. Und das, was glaubst du, warum wir uns so schwer tun, Entscheidungen zu treffen, wenn wir so in unserer Komfortzone schön eingenudelt sind und haben unsere Wünsche und unsere Träume und warum gehen wir nicht? Also ich habe so den Eindruck, wenn ich auch bei mir bin, dass man Begründungen sucht, dass es nicht geht am Anfang. Also dass man nicht aus dieser Komfortzone herausgehen möchte, das ist unser Verstand, der das versucht zu begründen, warum es vielleicht jetzt schlecht ist, warum es vielleicht jetzt nicht möglich ist, weil man sich das, also das Herz kann sich vielleicht fühlen, so ganz vage, aber der Verstand weiß ja nicht, was danach möglich ist. Merkst du das auch bei deinen Teilnehmern in deiner Ausbildung? Also ich merke zum Beispiel in der Ausbildung, dass viele sagen, der größte Schritt war die Entscheidung, in dem Fall sich auch dafür anzumelden. Und im Nachhinein, was danach kommt, ist, dass viele so dankbar sind, weil sie eine völlig andere Persönlichkeit danach sind, dass sie sich vorher nicht vorstellen konnten. Und während der Ausbildung gibt es da auch so Parts, wo du führst die Menschen ja auch weiter in eine neue Persönlichkeit, in dem Falle habe ich jetzt rausgehört, dass es auf dem Weg auch immer wieder so Points gibt, wo man denkt so, oh, ich würde gerne, aber ich traue mich nicht oder ich weiß nicht wie oder da bin ich blockiert. Gibt es solche Dinge? Absolut, absolut. Mhm. Und deswegen, da haben wir ja auch drüber gesprochen, braucht man natürlich in dem Fall einen Coach, einen Mentor, der, du hast es vorhin schon mal gesagt, der schon da ist, wo du hin willst. Mhm. Auch den Blick von außen hat. Den Blick von außen hat oder eben weiß in dem Moment, was du brauchst. Als Beispiel, ob du sagst, ich brauche mehr Vertrauen, du bist größer, als du denkst, vielleicht sowas. Mhm. Oder ob man sagt, ey, ich sag's mal wirklich ganz radikal, ey, mach dein Ding, Arschbacken zusammen und jetzt mal durchziehen, sonst wird es nichts. Ja? Also je nachdem, was jemand braucht. Und darüber haben wir, wie gesagt, ja auch gesprochen. Wie ist es bei dir? Weil du hast ja auch in deiner Ausbildung. Ich merke das bei meinen Teilnehmern halt auch. Das sind halt diese spannenden Ausreden, die teilweise auch unter Tränen wirklich tief gefühlt werden. Ich kann nicht, weil so. Mhm. Und das ist für mich auch immer eine unglaublich schöne Faszination
von außen drauf zu schauen, ist es ja dann auch leicht, ja, und dann wirklich zu sagen, hey, du sabotierst dich gerade selbst, du blockierst dich gerade selbst. Und ich glaube, was für uns total schön ist, du hast es gerade gesagt, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben und dann den Erfolg bemerken. Ich glaube, was uns helfen kann im Alltag ist, dass wir unsere Entscheidungen bewusst treffen, weil ich glaube, wir treffen so circa 20.000 Entscheidungen am Tag. Ja? Das fängt damit an, was esse ich, was ziehe ich an, ja? Was tue ich nicht. Ja? Also wir treffen jetzt 20.000 Entscheidungen roundabout pro Tag. Das finde ich schon irre viel. Mhm. Und wenn wir diese Entscheidungen bewusst treffen, also wenn wir uns bewusst machen, dass wir eine Entscheidung treffen und uns dann auch bewusst machen, dass es uns weiterbringt, was das für Konsequenzen hat und dass wir sehr wohl in der Lage sind, auch neue Wege zu gehen. Mhm. Ich glaube, wenn das in unser Bewusstsein sich tiefer verankern kann, sind wir auch bei Dingen, wenn es mal aus der Komfortzone rausgehen soll, Träume verwirklichen soll, sind wir viel mutiger, uns Dinge zuzutrauen. Also ich glaube, so für den ersten Step kann es jedem gut tun. Ich werde das auch noch intensiver umsetzen. Das habe ich mir also nach diesem Wochenende auch vorgenommen. Also wirklich ganz bewusst darauf zu achten, was für Entscheidungen treffe ich eigentlich und was für positive Konsequenzen haben die? Was für einen Einfluss haben die Entscheidungen, die ich treffe, vielleicht auf in einem halben Jahr? Ja, absolut. Auf mein Leben, auf meine, für meine Träume. Welchen Einfluss haben meine Entscheidungen auf, in einem Jahr? In 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wenn, als ich irgendwann mich entschieden habe, zum Beispiel, machen wir mal den YouTube-Kanal zu eröffnen und zu bespielen. Ich habe mir fast in die Hose gemacht. Mhm. Ich habe gesagt, kann ich nicht. Ja. Ja, geheult. Ja, ich wusste, ich habe mich nicht getraut. Ich habe gedacht, ich habe nichts zu sagen. Absolut. Aber welch einen Einfluss hatte diese Entscheidung, es doch zu tun auf mein Leben? Mhm. Wir hätten uns gar nicht kennengelernt sonst. Zum Beispiel. Du hättest mich gar nicht besuchen gekommen. Ja, also no, es ist wirklich, ich glaube, die Frage sich zu stellen, welchen Einfluss hat es auf mein Leben, auf das nächste halbe Jahr, auf das nächste Jahr, auf die nächsten 2, 3 Jahre, wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe? Und welchen Einfluss hat es, wenn ich sie nicht treffe? Also ich glaube, das, was du jetzt auf den Punkt bringst, ist das, was sich jeder eigentlich stellen muss, immer wieder. Und das ist jetzt auch das, was ich rausziehe. In der Konsequenz, wenn du einfach so weitermachst wie bisher, ist deine Komfortzone, dann wirst du absolut dein Leben nicht verändern. Du wirst nicht, was auch immer, welche Wünsche du hast oder welche Sehnsüchte du hast, die werden nicht kommen. Das ist das, was dir der Verstand einredet. Und der Verstand, glaube ich, das ist unsere Sicherheit, unsere Komfortzone. Und den gilt es immer wieder runterzufahren und genau wie du sagst, in dieses Gefühl zu gehen oder in dieses Bewusstsein zu gehen. Was hat es für eine Konsequenz? Und das ist, glaube ich, schon, was ich auch bei mir merke, zwischendurch eigentlich die Arbeit. Die Arbeit ist überhaupt nicht das Umzusetzen im Außen. Also man muss es natürlich umsetzen, sondern den Shift zu machen, die Entscheidung zu treffen, also auch anders zu denken, anders zu fühlen. Mhm. Weil der Status, mein Gefühl jetzt, ist immer leicht, wenn du sagst, oh, das ist ja nicht möglich, weil dann bist du, ja, dann hast du ja Ausreden. Aber was ist denn, wenn du der Starke oder der Große bist oder die Große? Was wäre denn das? Welches Leben würdest du denn führen? Und dann auch danach zu handeln, das ist schon... Was sind deine nächsten Ziele, Träume? Sagen wir, bleiben wir mal im Business. Mhm. Oder vielleicht hast du ja auch einen anderen Traum. Also was sind so deine nächsten Steps? Wofür würdest du dich gerne entscheiden, wo du das Gefühl hast, oh, aufregend, ist das zu persönlich? Also momentan ist es wirklich so, dass ich gekommen bin hierher, weil ich mir momentan gar nicht vorstellen konnte, was ich jetzt ganz konkret, was es jetzt noch gibt, weil ich, mein Leben hat sich jetzt im letzten Jahr oder in diesem Jahr noch so mega krass verändert, dass ich jetzt erstmal sage, wow, und jetzt diese Gelegenheit nutzen wollte, und das habe ich ja auch, um mich wieder neu zu sammeln, neu zu orientieren, jetzt auch diesen Mastermind, jetzt wie wir zu sagen, okay, was ist denn wirklich, oder wer bin ich noch mehr? Und dann zu sehen, okay, was will ich denn, was wirklich aus mir selbst herauskommt? Weil ich habe so das Gefühl, also auch hier mit dem Mastermind, dass ich noch mehr zu mir gekommen bin, aber nicht, weil ich sage, ich will jetzt der Große sein, weil ich dann irgendwie nach außen irgendwelche Erfolge im Außen haben will, sondern einfach sage, mich selbst zu leben, wer ich wirklich in Wahrheit bin. Nicht den Schamanen oder nicht den
YouTuber, mhm. sondern einfach zu sagen, hey, das bin ich. Dich selbst. Mich ja. selbst. Mhm. Und dann ist es völlig egal, ob ich tanzen will, ob ich entspannen will, singen. Ob ich singen will, ob ich, egal was es ist, das ist, bin ich und mhm. das ist wunderschön. Und diese Facetten wollen ja alle gelebt werden. Und da habe ich so für mich den Eindruck, dass ich mich da jetzt immer mehr und mehr selbst auch traue, ich selbst zu sein, würde ich so beschreiben. Voll schön. Ja. Das war voll persönlich, das war voll ja. schön. Ja. Ja, ja und für dich jetzt? Ist, jetzt gebe ich das mal zurück. Ja, sehr, sehr gerne, aber ich finde es total schön, sich zu trauen, noch mehr ich zu sein, ja. noch mehr herauszufinden, wer bin ich und wie möchte ich leben. Absolut. Und ob, wie du das dann ins Wirken bringst. Absolut. Schamane, YouTube, whatever. Absolut. Ich glaube, wenn wir selber sind, dann bleibt der Erfolg gar nicht aus. Es ist also, ja eine Emotion. Also jetzt auch so darüber reden zu können auch, ja, ja. weil du ja vorhin auch erzählt hast, so darüber reden zu können, auf YouTube, dass andere mitbekommen, bin ich auch schon öfters angesprochen worden, oh, aber was du da alles erzählst, ist ja schon sehr intim. Aber ich will damit zeigen, der Mensch, der ich bin, bis zu einem gewissen Grad natürlich, den möchte ich zeigen, dass es möglich ist, sich selbst einfach so zu zeigen, wie man wirklich ist. Schön. Und ich glaube, das Höchste ist für jeden, es ist egal, was für eine Berufung oder welchen Beruf er hat, das Höchste ist, sich selbst auszudrücken, ohne Handbremse. Einfach, egal was im Außen passiert. Und da möchte ich mich auch immer noch mehr frei machen, da gibt es deutlich Luft nach oben noch. Und ja, das ist so mein Ziel. Voll schön. Dankeschön, dass du es mit uns teilst. Gerne. Ja, und wie ist es denn für dich? Was hast denn du für vielleicht auch neue Visionen, die vielleicht dann in deinem Leben vielleicht auch aufgepoppt sind oder auch, wie du dich vielleicht selbst leben möchtest, anders oder je nachdem, wie du mal erzählst? Also meine Entscheidung ist definitiv auch schon getroffen und ich weiß auch noch nicht wie. Also das ist so spannend. Ich weiß genau, dass ich das tun werde, aber ich weiß noch nicht wie. Ist auf jeden Fall noch viel freier zu werden. Also das etwas anders ausgedrückt als das, was du sagst. Es geht so ein bisschen in die Richtung, also wirklich mich komplett frei zu machen, wie man Dinge machen muss, was man machen muss, um, ja, das, mir geht es gar nicht um was, sondern dass ich auf nichts von dem, wie man gewisse Dinge tun sollte, mehr reagiere oder was Menschen denken oder sagen, sondern wirklich komplett frei zu sein und dann sind wir bei mir zu sein, ist ähnlich wie du es sagst. Und ja, und mit ganz viel Leichtigkeit mein Leben zu leben. Wenn ich sage Leben, da gehört bei mir definitiv die Arbeit mit dazu, weil meine Freizeit und meine Arbeit, das verschwimmt also total. Dann ist es so gefühlt wie eins, was ja auch ein gutes Zeichen ist. Und da noch mehr Leichtigkeit und Freiheit reinzubringen. Möchte auf jeden Fall schreiben, noch mehr schreiben, Zeit haben zum Schreiben, Bücher schreiben, Hörbücher rausbringen. Das sind so meine Visionen. Ich möchte gerne abends am Kamin sitzen und all das, was in mir ist, rausfließen lassen. Im Sommer draußen, in der Sonne sitzen und ja, die Dinge einfach schriftlich umsetzen. Das ist so meine ganz große Vision vom Schreiben zum Beispiel auch, ja, ich sag mal, leben zu können. Ne? Ja. Ja, wunderbar. Das hört sich auch richtig im Flow, würde ich so beschreiben, an. Ne? Genau. Und ich glaube auch jetzt, was du so ansprichst, ist, dass wenn du deine Berufung findest, dann heißt es noch lange nicht, dass du wirklich du selbst dich komplett lebst. Aber dann, wenn du es dann mehr und mehr lebst, dann ist ja alles eins. Deine Berufung und dein Leben ist eins. Mhm. Aber dann diese Mischung zu finden, die Arbeit, wenn man die als Arbeit nennen will, die Mischung zu finden, dass eigentlich deine Berufung alles ist. Genau. Dass du dir den Druck rausnimmst, zu sagen, ich muss jetzt hier produktiv sein und irgendwas machen, sondern einfach sagst, in der Entspannung, was auch immer, welchen Lifestyle du momentan haben möchtest, dass dann dadurch, dann, das ist die Arbeit letztendlich, oder das bist du, ja, so würde ich es beschreiben. Und dadurch kannst du dich besser ausdrücken. Das läuft schon mal, ja, alles gut. Alles gut. Ein Adlerauge, guckt, ob die Kamera noch an ist. Ja, du, ich fand so den einen Tag, wo wir den ganzen Tag spazieren waren, da an dem See, wo wir einfach gesagt haben, erstmal kennenlernen, erstmal ankommen, die Köpfe zusammenstecken und einfach mal schauen, wer sind wir? Wir kannten uns halt übers Telefon, ja, aber
So persönlich haben wir uns halt noch nicht kennengelernt. Und wir waren den ganzen Tag in der Freizeit unterwegs, hatten einen so schönen Tag. Und der war so produktiv. Wahnsinn. Das war Wahnsinn, oder? Ja, Wahnsinn. Ja. Ja, das war einfach unsere Motivation, dass wir euch inspirieren wollten, dass ihr eure Träume lebt und euch bewusst macht, dass alles möglich ist. Alles ist möglich. Absolut. Ja. Also deswegen, wie schon gesagt, war es für uns so wichtig, euch das mitzugeben, den Spirit, den wir so auch fühlen, dass der vielleicht an euch oder dass ihr es fühlen könnt, dass ihr einfach auch das macht, wofür ihr brennt und die Köpfe zusammensteckt und eben auch Masterminds, eben wenn man den Begriff nehmen will, eben mal umsetzt und dann werdet ihr beschenkt. Ich kann es nur sagen. Vielleicht hat ja jeder, der zuschaut, mal Lust zu kommentieren. Was sind deine Wünsche oder vielleicht auch Ziele, ja. Träume, Visionen, die du dir in deinem Leben noch erfüllen möchtest? Also mich würde es mega interessieren, wenn ihr kommentieren wollen würdet. Absolut. Also genau. Also schickt uns eure Kommentare. Wir freuen uns, das wirklich auch mal zu erleben, wo ihr steckt und wo ihr hin wollt. Also, das war unser Eindruck. Danke. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und gerne könnt ihr das Video natürlich auch teilen. Freuen wir uns sehr, wenn ihr diesen Spirit auch weitergebt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.